Hallihallo, willkommen zurück zu Icewind Dale. Wir haben viel zu machen heute, und zwar zuallererst ein paar Level-Ups, denn ich habe 5 Leute, die ein Level gewonnen haben. Das ist, glaube ich, die neue Bestmarke. Außer ganz am Anfang gab es mal mehr auf einen Schlag. Aber das, glaube ich gar nicht, ne. So, das waren die langweiligeren Charaktere. Dann gibt es noch ein Level in Kämpfer, das wird auch relativ unspektakulär werden. Ja, weil da passiert eigentlich alles automatisch. Und dann kommen wir zu unseren Magierinnen, wo ich ja ganz gerne ganz lange brauche. Oh, Stufe 7 Zauber. Das nehme ich gerne an. Was werden wir da lernen? Wir lernen erstmal einen Mordekainz. Und, Monster 5. Warum nicht? Kommen wir zur Drachenjüngerin. Da speichere ich nochmal das Spiel. Pause eingeschaltet. Genau, so rum. Erhöhen deine Stufe, du kriegst Stufe 6 Zauber und Stufe 7 Zauber. Oh yeah, mal schauen, was ich da wähle. Irgendetwas, was nützlich ist, ne? Irgendwas Cooles. Was ist das? Das ist ein Säuresturm. Das klingt böse. Aber nicht das, was ich suche, glaube ich. Ersticken? Massenunsichtbarkeit. Verbesserte Unsichtbarkeit auf die ganze Gruppe. Das ist kein schlechter Buff. Das ist wirklich kein schlechter Buff, weil Unsichtbarkeit, also die verbesserte, die gibt dir zwei Sachen. Du kannst, selbst wenn du Gegner angreifst, nicht von Zaubern anvisiert werden. Das heißt, wenn ich Massenunsichtbarkeit benutze, könnte meine ganze Gruppe nicht das Ziel eines Zaubers werden. Außer jemand kann durch diese Unsichtbarkeit hindurchsehen. Also ein Leichnam zum Beispiel oder ein Drache könnte trotzdem noch meine Leute anzaubern. Aber normale Gegner müssten erst die Unsichtbarkeit entfernen. Außerdem kriege ich eine bessere Rüstungsklasse durch die Unsichtbarkeit. Das ist eine Überlegung wert. Ja? Ernsthaft. Ernsthaft, ernsthaft. Ich nehme es. Ich nehme es. Ich habe es genommen. Es ist zu spät. Aber ich bin natürlich offen für Vorschläge. Aber ich habe es jetzt mal genommen, weil ich habe es mir gerade selbst eingeredet. Gewiss. Wir gehen jetzt in den Tempel. Denn, oh Gott, warum? Das klingt nicht gut. An die Front, mein Zwerg. Oh, Bruder Haken, wer bist du? Hör auf damit, ich höre dir bereits zu. Ja, ja, warte mal, ich komme nicht nach unten. Jetzt, so geht's. Ich konnte nichts sehen. Es soll geschehen. Oh, Bruder Haken. Handschuh, Oberarmschiene, Armkachel, Unterarmschiene, Vorderflug, Bauchreifen, Beinröhre, Kniebuckel, Bärletsch. Ja, ich lese auch jeden Scheiß vor, ich weiß. Wer bist du? Ich bin Bruder Haken, demütigst vom ehrwürdigen Bruder Pokwillen mit der Befehlsgewalt über seine Schöpfung gesegnet. Beinröhre, Kniebuckel, Ja, was tust du hier? Ich nehme am Ritual des Gehorsams teil. Auf diese Weise erteile ich dem geliebten Diener unserer Kirche, der Stimme von Durdel Anatta, Befehle. Ihr habt seinen Segen früher schon erfahren. Ich würde gern, dass du damit aufhörst. Du solltest die Seele nicht länger quälen. Gotteslästerer! Die heilige Litanei, die ich rezitiere, stammt direkt aus dem Mund Pokwillens. Ja, wahrscheinlich wortwörtlich. Wenn sein Wort nicht Gesetz ist, was ist dann Gesetz? Das Wort Ilmatas ist euer Gesetz. Ihr folgt dem Wort eines Mannes. Ganz genau. Ganz genau. Super Punkt. Könnt ihr überhaupt die Gebete eures Glaubens sagen? Weil ohne den Gott läuft da nichts. Natürlich, wie könnt ihr es wagen, meinen Glauben anzuzweifeln? Geliebte Ilmata, wir setzen... Moment, wir bitten dich um... Verdammt! Ja, er versucht's und Ilmata ist nicht glücklich damit. Deswegen stirbt er. Ja, man sollte Götter hier in dieser Welt... Ist er jetzt auch tot? Bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall bin ich mir sicher, dass die Leute mir näher kommen so langsam. Angriff! Da ist Durdel-Dingsbums. Durdel-Dudel. Durdel-Dudel. Wir benutzen nochmal Verlangsamung.
Ich hoffe, das hilft. Und ich hoffe auch, ja, das kann ich machen, dass das hilft. Oh, sind tatsächlich gerade Leute geplatzt. Die Stimme von Dodel Anafa. Solange ich mich nicht ausruhen kann. Ich hab dir doch geholfen, dachte ich. Hab ich dir nicht geholfen? Undankbares. Hey! Was möchtest du? Komm zum Punkt. Sofort. Auf in den Sieg! Aha! Vertreib die Untote! Die Untoten! Vertreib die Untoten! Tada! Muss ich vielleicht ein bisschen weiter in die Richtung hier, damit der nächste Dialog irgendwie losgeht? Gut. Auf in den Sieg! Er ist nicht wirklich gestorben. Aber das funktioniert gut hier, das gefällt mir. Lauft von meinem Kleriker weg. So muss das sein. So muss das laufen. Könnt ihr den jetzt mal nochmal töten, bitte? Werde langsam müde. Nee, Müdigkeit ist hier nichts. Oh, du hast ein Level gemacht. Sehr schön. Es soll geschehen. Hör mit dem Unsinn auf. Ja. Redet nochmal mit dem da. Okay. Einverstanden. Nein! Hör auf aufzustehen! Bei jedem Glockenschlag. Aber wir hatten keine Milch. Es war Sommer und ich weiß es noch genau. An diesem Tag trug Mutter ein schwarzes Kleid und die fromme Sonne schien rot auf uns nieder. Jetzt sind alle Tage rot und die Schönen sind tief, tief unten im schwarzen Meer. Okay, so viel zu dem Verrückten. Oh, hier oben geht's weiter. Oh, warum fange ich nur mit allen Stressern auf einmal? Willkommen in unserer bescheidenen Kirche, Jünger des Leidens. Ich bin Bruder Perdiem, Diener Elmatas. Was führt euch heute hierher? Sucht ihr Ekstase durch die Hände der Diener Elmatas? Du tust offensichtlich nicht das Werk Elmatas. Dieser Tempel ist eine Verhöhnung all dessen, wofür Elmata steht. Unser Gott ist gütig und vergibt, wir nicht. Als Diener Elmatas ist es unsere Pflicht, jeden Widerstand gegen das Leiden von den Leibern der Gläubigen und Ungläubigen abzustreifen. Wenn euer Widerstand erst einmal abgestreift ist, werdet ihr in den Armen Elmatas weinen. Okay. Leiden ist kein Auftrag der Kirche. Es ist kein Selbstzweck. Man nimmt das Leid anderer an, um ihnen zu helfen. Es ist eine Form der Nächstenliebe und Demut auszudrücken. Was ihr tut, ist, Leid um seiner selbst willen zuzufügen. Ja, sehr gute Kritik. Hat, glaube ich, auch auf Mutter Teresa gepasst. Wenn eure Welt auf den Kopf gestellt wird, wenn euch euer Verständnis von der Welt genommen wird, dann bleibt euch nur noch der Glaube. Und in meinem Glauben habe ich als Leitfaden nur das Gesetz. Und, das ist das Gesetz, das wir befolgen. Es ist das Einzige, was wir befolgen können. Deshalb folgen wir Poquillen. Ihr seid alle verrückt und ich kann eure Texte kaum vorlesen deswegen. Es tut mir sehr leid. Okay. Ihr bestimmt nicht, was Recht ist und was Unrecht. Wir Anhänger Elmatas sind synoptisch. Wir sehen mit einem Auge, einem Geist. Wir sehen mit dem Auge unseres Gottes. Und wenn wir unsere Sehkraft verlieren, müssen wir einem folgen, der führen kann. Diejenigen, die zögern, stürzen in den Abgrund und brennen für ihre Vergehen. Ohne Poquillen würde unser Glauben sterben. Er ist das Einzige, das wir begreifen. Ich kann keine Seele unberührt und keinen Sinn getrübt lassen. Wenn ihr versucht, auf diesem heiligen Boden zu reisen, werdet ihr den Dienern Elmatas begegnen. Meine Abendbrüder haben sich im Glauben nicht bewährt. Nun dienen sie Elmata über das Grab hinaus. Ihr seid gewahrt worden. Ungläubiger. Okay, schön. Ja, wie auch immer. Ich hau ab. Nein, hör auf. Nein, hör auf. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Warte mal. Gib ihm mal diesen Stab. Vielleicht kann er ihn benutzen. Nein, kann er nicht. Scheibenkleister. Brakett kriegt jetzt gleich auf den Sack. Ja, weil diese Knochenwachen-Skelette können zaubern und das ist nicht gut. Nein, das ist nicht gut. Ich habe auch keinen Schutz dagegen oder so. Nein, habe ich nicht. Scheiße. Erhöhe mal deine Stufe. Na, vielleicht kannst du ja die Untoten jetzt zum Explodieren bringen. Ich kümmere mich sofort. Dann gehst du hier in die Ecke. In der Hoffnung, dass die Zauber... Ach du Scheiße! So
Danke. Yep, das war's dann für diesen Moment. Das machen wir nicht nochmal. Also ich meine, das machen wir nochmal. Und diesmal wissen wir ja, was uns erwartet da hinten drin. Diesmal wissen wir, was uns erwartet. Das heißt, ich werde im Prinzip alles genauso machen. Richtig? Richtig. Ja. Gewiss. Hinein! Nur, dass ich diesmal hier warte. Ja. Angriff. Also so ein bisschen wenigstens. Verteidigungshaltung. Ich kümmere mich sofort auf. Du kannst es ja mal ganz kurz anwerfen. Angriff. Angriff. Ja, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht musst du es gar nicht benutzen. Ja, ich denke, das läuft gut so. Nein. Okay, okay, das Level-Up nehmen wir. Wir nehmen die Waffe in die Hand. Wir vertreiben Untote. Okay, das hat funktioniert, aber leider nicht so, wie ich wollte. Nein, nein, nein. Stopp, stopp, stopp. Wie kann ich sofort? Stopp, stopp, stopp. Ihr könnt gerne schießen. So ein bisschen wenigstens. Aber wir warten jetzt, dass sie wiederkommen. Ja? Denn ich will die eigentlich, ich will die los sein, bevor ich hier die nächsten Sachen starte. Ich will die nicht im Rücken haben, wenn ich mich dem Priester da hinten stelle. Und ich will auch diesen beschworenen Kerl, diesen Ex-Paladin, den will ich nicht hier liegen haben, bevor ich es nicht unbedingt haben muss, weil der macht ordentlich Schaden und der tut weh. Und, das muss nicht sein. So, dann nochmal Sigur. Vielleicht darf ich ja jetzt sogar speichern. Und dann werden wir... werden wir vielleicht diese magische Hülle benutzen, die ich ja gelernt habe. Die antimagische Schutzhülle. Reichweite ist der Anwender leider. Unsichtbare Barriere, die sich mit ihm bewegt. Okay. Immun gegen jegliche magischen Angriffe. Also das heißt, damit könnten wir diese Skelette tanken mit dem Zauber. Ja, was wir vielleicht machen müssen. Benutze erstmal den Sack hier. Oh, da war ein Edelstein drin. Schön. Speichern. Tja. Ich könnte auch viele Leute beschwören. Ja, gucken wir mal, ob Kriegerskelette rauskommen. Das ist mal eine gute Maßnahme. Weil wir jetzt Stufe 15 sind und das war in Baldur's Gate 2 der Moment, wo Kriegerskelette kamen. Okay. Ist hier nicht so. Nochmal. Weiter. Angriff. Haha. Wir sind geschickt ausgewichen. Sehr gut. In Ordnung. Der Tod ist euch sicher. Ja, wartet mal. Ja, ich bin hier. Wir wechseln wieder auf Fernkampfwaffen. Vorwärts, sieh dich vor. Ich brauche mich. Du eigentlich. Sicher. Bin schon dabei. Gut. Okay. Der sagt irgendwas Verrücktes, aber das ist ja nicht schlimm, oder? Nee, das ist nicht schlimm. Und ihr greift den da an. Na komm, das läuft, das läuft, oder? Ich werde langsam müde. Ja, das läuft ganz gut. Du musst weg, du musst weg, du musst weg. Du hast nicht die Rüstungsklasse für sowas. Okay, wir vertreiben sie noch einmal. Na komm. Vertreib sie. Wahrscheinlich geht das nicht, weil er angegriffen wird. Okay.
Das wähle ich mal als Fehler im Spiel. Oder sehe ich mal als Fehler im Spiel. Okay, es geht weiter. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Okay, wir haben gewonnen. Das war ein bisschen konfus alles, aber wir haben gewonnen. Das heißt, jetzt werde ich den Plan machen, den ich eben hatte. Und werde hier schön mich vor Magie schützen. Das hält leider ewig. Aber das heißt, ich kann nicht mehr getroffen werden von... Oh Gott. Okay, schießt auf mich. Schießt auf mich. Du tust nicht das Werk Ilmatas. Du machst alles falsch. Bla bla bla. Aha. Schießt auf mich, ihr Drecksäcke. Und stellt fest, dass es keinen Effekt hat, denn ich bin ein mächtiger Magier. Oh Gott, hier oben geht's ja richtig los. Das können die Mumien gerne machen. Kein Problem mit. Dafür habe ich die Magierin immun gemacht. Das ist schon irgendwie krass, wie die abgehen hier, oder? Ich will eigentlich auch die Aufmerksamkeit nicht auf meine Gruppe lenken. Nicht bevor ich muss. Okay, sie kommen schon näher. Und brauchen... Ja. Mal sehen. Ja, wir behalten es einfach mal im Auge. Was sie da tun, die höheren Mumien. Die gehen ja doch ganz schön ab, die Kerle. Nehmt diese Axt ins Gesicht. Ein Geschenk von mir, gegeben, um euch Leiden zu schaffen, das ihr ach so liebt. Ey, könnt ihr euch vorstellen, was wäre, wenn ich den Schutzzauber jetzt nicht hätte? Die hätten mich ja so zerlegt, diese Viecher. Das geht auf keine Kuhhaut, wie die mich auseinandergenommen hätten. Die scheinen ja überhaupt kein Limit zu kennen. Mit ihren Zaubern. Überhaupt keins. Aber immerhin, man kann sie am Zaubern durchaus hindern. Also das wäre vielleicht dann doch irgendwie gegangen. Aber wenn ich an den Kampf gegen den Leichnam denke... also diesen Halb... Also es war ja kein vollständiger Leichnam damals, aber... Wenn ich an den Kampf gegen den Kerl denke, dann... hätten die mich auseinandergenommen. Jawohl. Ziemlich heftig. So, der will jetzt mit mir reden, das finde ich nicht gut. Nee. Aber den haben wir ja auch schon gemacht, den Satz. Okay, wir gehen erstmal weg. Ja, mal sehen. Wahrscheinlich steht er jetzt gerade auf, der gute Kerl. Und ich weiß nicht genau, was ich hier machen soll. Also hier sind die ganzen Verrückten. Oh nein. Hier bin ich. Überlass das mir. Oh nein. Ja, probieren wir es mal. Hallo, Freunde. Komm du mal her. Okay. Ja. Ich lade das Spiel. Dann versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. Denn da war eine ganze Menge an Untoten, mit denen ich nicht gerechnet hatte. Und ich muss auf jeden Fall meine Lina möglichst nah an den zaubernden Gegnern halten. Sodass die weiterhin die Zauber abbekommt. Und weiterhin muss ich Lina wohl fernhalten von meinen eigenen Leuten, weil manche der Zauber haben einen kleinen Flächeneffekt. Zumindest sieht es so aus. Ich muss auch sagen, dass zwischen meinem letzten Versuch hier oben und dem heutigen 2 Tage vergangen sind, ja? Obwohl das ein Video ist, ich habe einfach, ich wurde unterbrochen und fange jetzt neu an. So, hier haben wir, hier haben wir das Idol, unverletzt. Oder das Idol, das klingt lustig. Ja, das Idol. Das muss sterben. Das war unsere Aufgabe. Wir sollten ja laut diesem extraplanaren Geist, den wir befragt hatten,
Peridems Idol töten. Und das wird's wohl sein. Oh mein Gott, hier haben wir noch weitere Knochenwachen. Die sind zum Glück nicht so schlimm. Ja, die sind zum Glück gar nicht mal so schlimm. Was wir jetzt am besten probieren, ist wahrscheinlich erstmal speichern. Und ich kann bis... Ja, also hier ist die Grenze sozusagen. Auf der Linie zwischen den beiden Priestern hier. Da kann ich stehen mit einem... Oh, hallo. Nett von dir vorbeizuschauen. Ah, oder auch nicht. Gar nicht nett. Ich weiß, ich sollte wahrscheinlich helfen. Aber das läuft gerade so schön. Sieger mit seiner Wurfaxt. Ein Dreamteam. Und das Ding ist tot. Ha! Hat das mein Sandal gehört, das Vieh? Könnte sein. Gut. Könnte sein. Wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal hier hin. Stellen uns hier so ein bisschen an den Rand. Und dann schaue ich mal, was Maeve von hier dahin schießen kann. Eine Schädelfalle hat sie noch, das ist ein bisschen wenig. Sie hat allerdings noch 5 Wasserelementare und Sonnenfeuer hat sie reichlich. Okay, oh, 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 da kommt das nächste Tierchen. Ja, dann will ich ja eigentlich mich gar nicht beschweren, weil wenn die so auf mich zukommen, dann habe ich damit eigentlich kein Problem, die langsam und eins nach dem anderen zu töten. Das könnte nämlich auch mein Untertitel sein. Braket, langsam und eins nach dem anderen. Sehr methodisch. Ja, ja, ja. Ist ja nichts Schlechtes oder so. Auf in den Sieg! Nein. Sonst würde ich die ganzen Kämpfe gar nicht ohne so viel, ohne viel zu rasten, gar nicht so gut schaffen. So, was wollte ich jetzt eigentlich machen? Ich wollte eigentlich da oben ein bisschen Vernichtung auf die hinabregnen lassen. Ein bisschen Tod und Zerstörung, aber ich habe nicht die richtigen Zauber. Wir benutzen Ablenkung. Oh, wir benutzen sowas von Ablenkung. Ablenkung. Damit entsteht hier ein Duplikat mit Lebenspunkten. Und solange dieses Duplikat existiert, wird sie nicht sichtbar. Das heißt, ich gehe jetzt da oben hin und zaubere einfach ein paar Mal Sonnenfeuer hier in der Mitte. Und dann habe ich das Problem gelöst. Hoffe ich. Okay, die Kerle haben auf jeden Fall mitbekommen, dass hier irgendwas im Busch ist, aber das wird nicht helfen. Kein Problem. Du musst nach vorne. Ihr geht nach hinten. Weiter. Und Maeve zaubert direkt weiter. Oder läuft noch ein bisschen in die Richtung hier. Wobei, ich will ja eigentlich das Idol. Ich will ja das Idol töten. Maeve, töte das Idol schneller. Okay, ich denke, das hat funktioniert, oder? Sag, dass das funktioniert. Sag, dass die auf die gute Frau schießen. Okay, die Zombie-Fürsten sind alle fast tot. Vertreibe Untote. Auf dass meine Magierin vielleicht eine Chance hat. Oh oh. Okay, du nimmst mal Abstand. Du bleibst hier stehen. Und dann lassen wir hier den nächsten. Los. Ach, sie ist ja sogar immun gegen Magie. Also was laufe ich überhaupt weg? Meine Güte, Lina Zauber wirkungslos, ganz genau. So, der Kerl, die höhere Mumie, die macht mir Sorge. Die andere ist fast tot, das ist sehr gut. Dann mach du nochmal... Okay. Geh du nochmal hier hin. Und mach nochmal ein Sonnenfeuer. Und ihr werdet da angreifen. Oh, das sah nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Magie bannen auf meinen Liebling. Und drauf! Angriff! Mach die Mumie tot. Mach die Mumie tot. Okay, du hast noch einen abbekommen. Das ist aber nicht schlimm. Das ist gar nicht schlimm. Das läuft ganz gut. Das läuft super hier. Ich bin von meiner eigenen Hinterhältigkeit positiv überrascht. Oh ja. Ich kümmere mich drum. Du flockst das Vieh mal hier runter. Dann nehmen wir Sigo in die Hand und bringen diesen Zombie-Fürsten um. In Ordnung.
So, das Idol ist immer noch verletzt. Mein Duplikat ist allerdings weg. Das heißt, wir gehen. Oh, gut. Gut, gut, gut. Fleisch zu Stein. Der Rettungswurf wurde geschafft. Sehr, sehr schön. So, du bist immer noch immun gegen Magie, richtig? Das heißt, wir stellen dich mal hier hin. Holen Sigor bei. Wobei. Stopp. Ich habe so das Gefühl, dass wenn ich dieses Idol töte, dass dann alle Untoten sterben. Ja, ich glaube, das ist so. Also ich will auf Nummer sicher gehen, dass ich hier die maximalen Erfahrungspunkte mir abhole, die ich bekommen kann. Also wir könnten das Idol jetzt töten, indem Lina tankt. Und okay, ist mir egal. Es sind nicht mehr so viele Gegner. Es ist mir egal. Aber ich habe das Gefühl, dass die Schilde von den Kerlen ausgeschaltet werden. Sobald das Idol tot ist und dass dieser ganze Raum hier unten leergeräumt wird von Untoten. Tatsache! Alle gestorben. Es gab 20.000 Erfahrungspunkte und wir dürfen mit den Brüdern reden. Wer weiß, ob ich das will. Okay. Wir müssen mit denen reden. Du zuerst. Du bist der Chef. Mein Gott, mein Gott. Ihr habt uns von einem schrecklichen Albtraum befreit. Ich träumte, ich schwamm in Pech unter einem blutroten Mond. Ich habe so viel Leid verursacht. So viel Leid werde ich ertragen müssen, um die Schuld zu sühnen, die ich auf mich geladen habe. Es tut mir leid, dass ich versucht habe, euch zu schaden. Oh. Erklär mir, wie das alles passiert ist. Ich bin Per Diem, einst treuer Diener und Priester Ilmatas. Früher beaufsichtigte ich ein Kloster von treuen Priestern und Priesterinnen außerhalb von Illefan. Eines Tages kam ein Mann an das Kloster. Er sagte, sein Name sei Poquelin und er sei gekommen, um uns zu helfen, den wahren ilmaterischen Glauben zu finden. Ja, das klingt so nach einer Zeugen Jehovas Geschichte. Es war etwas in seinen Augen, seiner Stimme, das uns hypnotisierte. Seine Stimme war so gebieterisch, so mächtig, dass wir während seiner Predigten von einer beunruhigte Leidenschaft, was auch immer das ist, erfasst wurden. Es machte uns Angst, doch wir konnten uns nicht dagegen wehren, tiefer in seinen Bann gezogen zu werden. Wir ließen Dutzende von kranken und sterbenden Gläubigen in den Hallen unseres Klosters zurück. Ja, kein guter Move. Wir zogen nach Norden über den Kuldahar-Pass. Viele starben, aber zu diesem Zeitpunkt war es uns längst egal. Wir taten alles für die Ehre Ilmatas und für die Verbreitung des Glaubens. Sogar als Poquelin immer diktatorischer und militanter wurde, konnten wir uns ihm nicht widersetzen. Poquelins Götze hielt uns gefesselt. Wer sich widersetzte, wurde seiner Lebenskraft beraubt und in einen der Zombies verwandelt, die diesen schwarzen Tempel bewachten. Eine ganze Menge an Leuten habt ihr da verwandelt. Oh mein Gott, was für ein langer Text. Früher war es ein Tempel für Beronar Warsilber, aber das ist heute nicht mehr zu erkennen. Ich habe mich nicht nur der Blasphemie gegen meinen Gott schuldig gemacht, sondern auch gegen eine stolze Muttergöttin der Zwerge. Ich stehe in tiefer Schuld bei vielen Göttern und Menschen. Danke, dass ihr meine Seele befreit habt. Oh, ich bin, ja gut, wir sind teilweise sehr verletzt, aber Lina wirst du nicht heilen können. Weil die ist gegen Magie geschützt. Und dieser Zauber, es ist so geil, dass ich den vergessen habe zu verlernen, weil ich hätte ihn komplett verlernt. Und der hat mir hier in diesem Gebiet hier so geholfen. Der war unglaublich wertvoll gegen diese Zombies. Also gegen die Leichen, wie hießen die Dinger? Ich weiß es nicht mal mehr. Die Zaubernden halt. heil mich bitte. Ach so, ja, das ist, hallo. Umsonst, ja, außer die Auferstehung. Da will er Geld für. Sehr, sehr schön. Tada! Kritische Wunden heilen. Was, Heilung kann er nur einmal? Okay. Der ist bald leer gezaubert, oder wie? Interessant. Oder bietet er mir nur... Ja, probier's mal. Ha, funktioniert. 110 von 84. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Ich nehm's hin. Ich nehm's hin und... du hättest identifizieren können. Einverstanden.
Ich bin ja geizig wie die Sau. Jetzt warte ich auf ein Aber. Aber vielleicht sollte ich dann das in Anspruch nehmen. Vielleicht wäre das eine gute Idee. Allerdings kann es sein, dass ich hier nochmal ein paar Tage warten muss, weil wir haben ja diese Erdkoloss heute und auch diese Nashornkäferpanzer gekauft oder gefunden. Und wir können die in eine Rüstung machen oder ein Schild. Eins von beiden. Ich weiß noch nicht, was man in was machen kann. Mir wurde es geschrieben, aber ich bin mir nicht mehr komplett sicher. Und das dauert immer eine Zeit in diesem Spielen. Und da müssen wir wahrscheinlich eine Menge rasten und da kann ich das einfach so nebenher identifizieren. Das heißt, wir identifizieren hier nichts, wofür ich eine lange Erklärung gegeben habe. So, und wir reden jetzt erstmal mit dir. Ja, erstmal genug mit dem Chef, der kann sich fangen, der hat uns geheilt, das finde ich sehr gut. Wer seid ihr? Wo bin ich? Was habe ich getan? Oh weh, jetzt erinnere ich mich an alles. Zu meiner Schande erinnere ich mich. Danke, danke, dass ihr uns gerettet habt. Ja, Schwester. Das war nicht einfach, sag ich dir. So, erklär mir nochmal all das. Ja, wunderbar. Und diesmal sagen wir, es stimmt, ihr habt in eurem Wahn viel Leid und Tod verursacht. Es wird lange dauern, bis ihr das wieder gut gemacht habt. Aber unser Kampf geht weiter. Was könnt ihr uns über Poquelin sagen? Poquelin ist kein Priester Elmatas. Er ist ein Hexenmeister. Es ist etwas Kaltes und Unnatürliches in seinen Augen. Seine Haut, seine Haare, alles an ihm wirkt irgendwie falsch. Wie er geht, seine Haltung. Es ist so, als wäre er fremd in seinem eigenen Körper. Ein Gestaltwandler irgendeiner Art? Klingt erstmal so. Leb wohl. Ja, ich dachte, da kommt mehr. Weißt du? Du warst seine Nummer 2, dachte ich. So, aber du hattest, genau, du bist der verrückte Kerl mit dem, der diesen Drundel kontrolliert. Deinen Dialog hatten wir teilweise schon gelesen. Ja, was machst du hier? Hör auf, diese Seele zu quälen. Ganz genau, kannst du überhaupt die Gebete des Glaubens sagen? Vielleicht passiert ja jetzt was anderes, was Besseres. Stirbt er jetzt? Das ist komisch. Ah! Nein! Cool. Jetzt ist er wirklich tot, der Durdel Anatta. Und du bist immer noch verrückt wie Sau. Na, okay. Ich hatte damit mehr gerechnet, mit einem erklärenden Dialog vielleicht, wo dann drin steht: Danke, dass ihr diesen Kerl erlöst habt und bla bla bla. Aber nein. Okay. Der ist auch nicht mehr da. Ja. Und wen hatten wir hier oben? Ha, hier oben noch irgendjemand? Ja, Schwester Befla. Vergebt mir. Ja, ja, ja. Erzähl's meinem großen Schwert. So, was haben wir hier oben? Hier oben haben wir einmal, oh, Treppen und Schachteln. Okay. Oh. Ja, ich denke, da kann ich die Abzeichen reintun. Habe ich aber noch kein Interesse dran. Ja. Gewiss. Oh. Warte mal. Warum? Ich habe nämlich die Abzeichen alle noch. Darum kümmern wir uns auf jeden Fall später. Ja. Damit beschäftige ich mich später. Aber ich denke, das ist das Schloss, wo man die 6 Abzeichen reinsteckt und dann kommt man ins letzte Gebiet des Spiels. Und das ist für uns noch nicht wichtig. Das hier sollte zum Palast gehen, genau, wo wir jetzt auch als nächstes uns um die Gegner kümmern werden. Nach einer kleinen Pause.